Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge vom Early Access von Surviving the Aftermath. So, wir haben die Pandemie überstanden, also diese Welle jetzt, und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Leute wieder alle geheilt werden. Was ich beim letzten Mal ja gesehen habe und wo ihr mich entweder jetzt hauen könnt, dass ich die ganze Zeit übersehen habe, ist hier dieses unterirdische Plastikvorkommen. Ich weiß nicht, ob die random einfach irgendwann aufploppen. Ich habe wirklich die Karte hier mehrfach abgesucht. Das heißt aber, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir den Plastikextraktor da drauf pflanzen. Der kostet zwar 20 Metall, aber drauf geschissen. Das Witzige ist eigentlich, du kannst halt nur, na egal, kann ich ihn noch so bauen? Eigentlich müsste dieser Kreis, der Abbaukreis auf der Seite des Backers sein. Sei es drum. Wir bauen den da hin. Und wir müssen mal auch ein bisschen den Strom im Auge behalten. Warte mal. Wo sind denn die Wege hier? So, und... Ach ja. Ich überlege, ob ich noch ein weiteres Feld baue. Wie viele sind jetzt noch krank? 38. So, wir müssen mal jetzt hier durchschauen. Die sind alle noch am Arbeiten. Ach, warte mal, wir haben. Bauen die jetzt das gleiche Metall ab? Sieht danach aus. Okay, das aber muss ja nicht schlimm sein. So, und hier war jetzt... Ne, warte mal. Hier war der Werkzeug-Hannes. Und wir hatten ja noch einen zweiten Werkzeug-Hannes gebaut. Genau, hier. Zwei Kolonisten starben an Strahlung. Ja. Gut, dann ist das so. Wir haben eh zu viele. Das klingt jetzt gerade ein bisschen hart, aber... die Zelte kommen halt nicht hinterher, das Zeug zu behandeln. Aber ich baue jetzt auch deswegen nicht nochmal, nicht noch weitere. Das muss jetzt reichen, so. Ne? Das muss jetzt so reichen. So, ein Wohnhaus ist fertiggestellt. Damit haben wir jetzt ausreichend Infektionen, okay. Wir hatten noch einen weiteren Schneider gebaut, ne, hier. Wegen den Klamotten. Ja, und es fehlen halt einfach Werkzeuge. Massiv fehlen Werkzeuge, deswegen arbeiten die nicht wirklich effektiv. Dickes Geschäft. Ein beladener Wagen wartet auf dich am Tor. Ach, hier, der lustige Hannes. Ein einsamer Wagen begibt sich ratternd in Richtung des Tores. Seine Aufhängung ächzt und stöhnt unter der schweren Last. Seid gegrüßt, ihr guten Leute, ruft der Fahrer. Kann ich euch, edlen Damen und Herren, in diesem schönsten aller Tage für einen kleinen Tauschhandel interessieren? Das ist jetzt nicht wirklich alles spannend, was er hier hat. Ich mach mal, was hat er denn noch im Angebot? Medizin gegen Teile. Ah, das ist alles nicht so geil. Nee, sorry. Entschuldigung. Dann also ein anderes Mal, die reizenden Damen und Herren, meldet euch mal wieder. Der Händler stopft seine Muster und Proben wieder in den Wagen, klettert hinter das Lenkrad und hat dafür. Ja, okay. Tschüss. Oh, er hat eine Ente oben drauf. Ente. Lol, mit einer Schnuffi. Cool. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Weltkarte, wie hier die Lage ist. So, looten. Okay. Angreifen. Looten. Wir klauen ihm echt die Jodtabletten direkt vor der Nase. So, du looten. Und sie greift an ihn an. Das war alles. Oh mein Gott. Gut. Haben wir noch jemand mit Punkten? Ja, ihn hier.
Nein, du bist nicht busy. Du lootest. Sehr gut. 21 Infizierte. Oh, scheinbar hat der Schneider jetzt so viel Arbeit, so viel gemacht, dass wir jetzt wieder, ne, hier sind noch Klamotten. Ne, ne. Na gut, warum arbeitet das Ding eigentlich nicht hier? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Warten auf Arbeiter. Noch einer gestorben an Infektion. Haben wir jetzt noch Notunterkünfte oder haben wir jetzt alles schon in Häusern? Ne, hier ist noch eine Notunterkunft. Was ich mal mache, ist einfach aus Sicherheitsgründen Spezialisten sind einsatzbereit. Insektenfarm, großes Feld. Oh, shit. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich den Weg überbaut. Das war nicht meine Intention. Zum Glück ist der kostenlos. So, jetzt nochmal von vorne. Großes Feld. Und jetzt bitte dahin. Ist das jetzt gut, dass man das... Naja, egal. Das Ding wird gebaut. Ja, dann gebe ich kein Essen. Was? Das kann aber ehrlich gesagt nicht sein. Oh, hier Arbeitszone. Wir müssen mal wieder ein paar Bären sammeln. Und zwar hier. So, es sind noch zwei Kolonisten infiziert. Das ist easy. So, hier das Feld wird gebaut. Das warten wir mal kurz ab. Sehr gut. Und dann machen wir hier mal... Machen wir Kohl oder Salat oder was das ist. Damit wir eine bunte Mischung haben. So, hier looten. Looten. Angreifen. Yes. So, mal gucken, was ihr aufdeckt. Wirklich jetzt. Oh Gott. Die haben 7 Angriff. Die sind gut. Okay, sie hat die Jodtabletten komplett gelootet. Schade, sie haut ihn nicht komplett um. Ach Mist, aber wir müssen da ran, wegen dem Metall. Wir brauchen das Metall. Unbedingt. So, wie ist denn hier die Lage? Es fehlt an Komponenten, die wir auch nicht herstellen. Oh, hier das Ding arbeitet mal endlich wieder. Na, das ist ja schön. So, 2 Kolonisten sind infiziert. Immer noch. Warum gehen die sich nicht heilen? Oh, von wegen wir haben ein mega Klamottenproblem. Und dabei haben wir jetzt schon 2 Schneider, die hier echt arbeiten. Und die sind schon wieder einsatzbereit. Es gibt so... Hä? So, dann greift ihn auch mal an. Oh, cool. Was kriegen wir denn hier? Kriegen wir hier Forschungslämmchen? Ja, Forschungslämmchen. Okay. So. Greif ihn an. Der sieht schon lustig aus. Sehr gut, dann können wir das Metall anfangen in der nächsten Runde zu looten. Er kümmert sich um die Teile. Sehr gut. Ja, die Komponenten. Immer noch nicht alle. Puh. Und sie hier. Auch nochmal Komponenten. Ja, Komponenten brauchen wir unbedingt. So, jetzt gucke ich mal kurz in das Handelsmenü. Ah, das läuft noch. Okay.
Ich frag mich, was die am Ende dafür haben wollen. So, die Frage ist, ist das Ding jetzt hier oben... Oh, Leute, ernsthaft? Ja, scheiße, wir können es nicht zu Ende bauen, weil wir keine Komponenten dafür haben. So, und das Ding hier arbeitet auch eher unzuverlässig. Muss man jetzt extra ein Haus da in die Nähe bauen, dass die Leute nicht so weit rennen müssen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das erklärt das Spiel einem nicht so wirklich. Oh, hier, was wollen sie denn? Ein Pärchen kommt zu dir und fragt dich, ob es in der Kolonie irgendwelche Regeln zur Elternschaft gibt. Die Mutter denkt, dass die Kinder Hausarbeit übernehmen sollen, aber der Vater denkt, dass sie dafür noch zu jung sind und ihre Tage lieber spielen verbringen sollen. Also ganz ehrlich, das hatten wir schon mal. Warum, also selbst nach einer Apokalypse, warum soll ich jetzt entscheiden, wie die Eltern ihre Kinder erziehen sollen? Stell dich auf die Seite der Mutter, stell dich auf die Seite des Vaters, plane die Kinder ausbilden zu lassen. Hier, Bildung ist immer gut. Du stimmst zu, dass die Kinder ihren Teil leisten sollten, aber du hältst die Übernahme der häuslichen Aufgaben nicht für die beste Lösung. Du versprichst, dich über Bildungsmöglichkeiten zu informieren. Diese könnten leichte Arbeit im Haus beinhalten, um Verantwortungsbewusstsein zu lernen. Zufriedenheit plus 2. Vielleicht sollten wir noch eine weitere Schule bauen. Die ist nämlich voll hier. Kann man sehen, wie viele Kinder wir haben? 27. So, dann lasst uns doch mal... Immer noch einer infiziert. Ist die Schule hier? Was kostet? Oh, die kostet 14 Metall. Haben wir nicht. Ich würde so viele Sachen gerne bauen, aber es geht einfach nicht. Ich würde gerne noch ein weiteres Atommülllager bauen. Ich würde eine weitere Schule gerne bauen. Ich würde gerne die Notunterkünfte durch Häuser ersetzen. Und ich brauche irgendwie mehr Plastik. Ich brauche mehr Schneider. Ich brauche mehr Leute, die Werkzeug herstellen. Es ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten, ne? So, die Kolonisten können wieder. Die Spezialisten. Okay. So, die looten hier. Er lootet hier die Komponenten. Oh, wie viel sind denn da drinne? Noch 7 und er hat jetzt 20 am Start. Okay, 7 Metall. Oh oh. Das Problem wird jetzt sein, dass sie... Naja, einmal kann sie noch. Aber sie hat auch alle gelootet schon. Wow, geil. Na dann können wir sie einfach zurückschicken. Perfekt. So, und er hier hat keine... Er hat kein Metall, um Werkzeuge herzustellen. Und uns gehen die Klamotten aus. So, es nützt nichts. Wir bauen jetzt mal noch einen weiteren Schneider. Wo war denn das? Hier. Kann man den hier hinsetzen? Oh, yes. Kann man den... Guck mal da. Und dann können wir nämlich... Das geht nicht, okay. Können wir. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob man hier irgendwo eine Straße durchbauen kann. Nee. Gut, dann. So und. Shit. Das geht irgendwie nicht. Das würde gehen. Das geht wiederum nicht. Dann bau den mal dort hin, den Schneider. Und packt die Straße einfach. Okay. Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Wir sind dabei, uns drum zu kümmern. Komponenten brauchen wir immer noch. Jetzt gucken wir mal die anderen Gebäude durch. Er lootet dort noch. Und die looten hier oben das Plastik. Also im Moment ist das plastiktechnisch noch ganz gut. Das Problem ist einfach, die Wege sind unendlich lang bis da hoch. Was uns halt einfach so pro Problem führt. So, zurück nach Lauchheim, bitte. So, du mit... Du hast... Ne, dann hier nochmal Forschungslämpchen looten. Wow, das gibt da echt Damage. Das ist blöd, dass der Gefahrenpegel nicht mehr oben drüber steht. Oder war der vorher oben drüber? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, weißt du, was wir mit ihr mal machen? Wir schicken sie mal nach Trinity. Ach, das geht nicht.
erst in der nächsten Runde. Mal gucken, ob sie sich in Trinity heilen. Ah, sie ist ja voll. Sie müsste das mal testen, ob man sich da heilen kann. Okay, du hast... Komm, deck mal auf. Noch mehr Banditen. Ich habe das Gefühl, dass Banditen jetzt dass die Anzahl zugenommen hat. Aber eher nochmal die Komponenten. Immer noch nicht alle. So, und sie mit 24 für zwei Komponenten. Ist es uns das Risiko wert? Ja, ist es. Sehr gut. Okay, dann zurück zur Kolonie. Wie sie hier alle geiern. Was ist denn hier das Problem? Was kann man denn mit ihm abbauen lassen? Was kann die Lagerhalde abbauen? Ich sehe nichts auf der Karte, was... Ach doch, hier, das Holz. Und das Beton. Oder Zement, Entschuldigung. Ja, komm, bau das ab. Ist egal. Wir gucken mal, was er hier macht. Oh, er hat auch nichts zu tun. Dann, geh mal hier. Dass man das so ein bisschen im Auge behalten muss, ist auch blöd. Ich würde mir wünschen, dass es hier irgendwie ein Ausrufezeichen über den Gebäuden gibt, wenn es irgendwas zu erledigen gäbe. Oder wenn irgendwas, wenn da irgendwie Handlungs... Mhm. Wenn irgendwie Handlungsbedarf besteht. Wisst ihr, was ich meine? So, hier bei ihm genauso. Dass man da immer selber proaktiv dran denken muss, ist bedingt geil, möchte ich mal sagen. Das könnte man auf jeden Fall besser lösen. So, Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Wir haben jetzt aber noch einen weiteren Schneider. Wir haben jetzt drei Schneider. Scheinbar hilft das nicht. Ist nicht ausreichend genug. So, Spezialisten sind schon wieder einsatzbereit. So, sie hier, die schicken wir zurück nach Lauchheim. So, sie deckt einfach mal die nächsten Sektoren hier auf. Oh, Metall! Schön. So, sie geht mal nach Trinity dann beim nächsten Mal und versucht sich dort mal zu heilen. Also einfach mal, um zu testen, ob das funktioniert. Sie ist auf dem Weg nach Lauchheim. Er kann den hier mal angreifen. Wow, er haut die mit einem Schlag um und findet hier Antibiotika. So, er immer noch dabei, die Komponenten zu looten. Und dann haben wir wieder alle. Wir haben aktuell 10 Metall. Das ist nicht wirklich viel, aber boah, die ganzen Klamotten, ey. Scheiße. So, vielleicht, wir gucken noch mal über die Map drüber. Man weiß ja nie, ob nicht irgendwo noch ein weiteres Vorkommen, so zufälligerweise genau wie das hier, aufgeploppt ist. Ich bin mir 100% sicher, dass das nicht da war. Aber hier sehe ich jetzt erstmal... Hier ist ja schon der Zaun. Shit. Wo geht denn der hin? Eventuell hier. Hier ist nochmal Holz. No. Hier ist nochmal Bären. Ich glaube, die nächste Priorität sollte darin liegen, nochmal ein Atommülllager zu bauen. Einfach. Was macht er denn da? Was gibt es denn da unten zum Abbauen? Ich verstehe es nicht. Was kostet denn das Lager? Das Atommülllager. Das ist, glaube ich... Hier, das kostet 22 Metall. Ihr habt doch eine Macke. So, eine Gruppe Überlebender ist am Tor angekommen. Ach du heiliges Kanonenrohr. Es tut mir leid, die lehne ich jetzt ab. Wirklich, da müssen wir jetzt eisern sein. Nochmal 25 Leute in die Kolonie zu holen und nochmal 8 Kinder. Ne. Überlebende sind weitergezogen. Sie konnten nicht mehr länger warten. Ja, ja, okay. Ist okay. Also, wir sind übervoll. Wir haben jetzt schon extreme Probleme.
Was wir machen könnten, wir könnten einen weiteren Fallensteller bauen, weil der produziert ja auch diese Fasern. Und aus dem werden ja auch Klamotten hergestellt. Guck mal, lasst uns den mal... Fallensteller, der ist ja hier. Der ist auch relativ günstig. So, schon wieder vorher dann geht zu Ende. Handelskonvoi sind eingetroffen. Neue Ressourcen werden am Torlager abgeladen. Cool. Können wir jetzt die nächste Handelsroute starten? Das ist erledigt. Handel abgeschlossen. Ach, das geht da nicht nochmal. Okay. Also hier steht nur das, was wir importieren. Es steht aber nicht da, was wir dafür bezahlen müssen, was wir dafür exportieren. Es ist, Dann machen wir jetzt die noch. Jetzt gucke ich gerade mal kurz auf die... Haben wir jetzt mit Trinity bessere Reputation? Nö, haben wir nicht. Okay, so. Kann sie jetzt nach Trinity reingehen? Ach, das geht nicht. Okay, dann, loote mal das Flugzeug. Aua. Ah, sie hat nur 20 Damage genommen. Okay, und wir können sie tatsächlich nicht reinschicken. Vielleicht geht das später, wenn man eine höhere Reputation hat. Kann natürlich sein. Oh, da gibt's Klamotten. Das wäre natürlich geil. So, sie hier mit dem Metall zurück. Und sie mit den Komponenten. Und dann können wir beim nächsten Mal endlich das Atommülllager in Auftrag geben. Die Folge für heute ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Parsival, Kulle, Kedö, Krongsturm, 122er. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Surviving the Aftermath. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.